Zum dritten Mal in Folge Meister und zum fünften Mal in Folge Cupsieger. Das ist die beeindruckende Saisonbilanz des SKN St. Pölten in der Frauenfußball-Bundesliga. Im letzten Heimspiel der Saison gegen Bergheim ist der Erfolgslauf weitergegangen. Die Niederösterreicherinnen haben den Meistertitel heuer einmal mehr ohne Niederlage entgegengenommen. Ja, es ist ein super Gefühl. Wir arbeiten wirklich sehr hart und es passiert auch jedes Jahr immer was Neues. Der Verein schaut auch, dass wir uns weiterentwickeln. Also mich freut es erstens nicht nur Meister und Cupsieger, sondern auch mit der zweiten Mannschaft. Also wir haben heuer das Triple geschafft. Titel sind einfach immer was Besonderes und von denen kann man, glaube ich, nie genug bekommen. Wir sind noch froh, dass wir heute dieses so positiv abschließen haben können. Es ist nicht automatisch, dass wir alles gewinnen. Die Menschen denken, dass es einfach ist. Ist es nicht. Wir arbeiten sehr, sehr hart dafür. Also ich bin unglaublich stolz auf die Mädels. Vor der Meisterschaft hat der SKN auch den Cup-Titel erfolgreich verteidigt. Es ist das dritte Double in Folge. In den letzten drei Jahren hat kein Weg an den Niederösterreicherinnen vorbeigeführt. Das Cup-Finale ist für mich immer so was Besonderes. Das sind irgendwie besondere Emotionen, gerade auch gegen Neulenkbach, was auch irgendwie ein Derby ist. Das ist für mich so immer so ein Highlight, ja. Ein Highlight ist in dieser Saison aber auch wieder die Dominanz in der Liga. 18 Spiele ohne Niederlage, das letzte Mal national ein Spiel verloren, haben die St. Pöltnerinnen vor 3 Jahren. Wir haben schon auch Spiele gehabt, wo wir gedacht haben, es wird ein bisschen brenzlig, aber wir haben als Team zusammengehalten und das macht uns auch aus und das sieht man auch. Auch im letzten Saisonspiel werden die Weichen schnell auf Sieg gestellt. Fanny Vago spitzelt in der 7. Minute den Ball zum ersten Mal über die Linie. Um nur kurze Zeit später nach Zuspiel von Prohaska gleich mit dem 2:0 nachzulegen, genau beobachtet von ÖFB-Goalgetterin Nina Burger. St. Pöltens Top-Torjägerin kommt danach in einen richtigen Lauf und entscheidet die Partie mit 2 weiteren Treffern im Alleingang. Vago krönt sich damit auch mit 21 Treffern zur Torschützenkönigin. Sie ist eine von den besten Taktikspielerinnen, die ich kenne. Die von ist, also sie arbeitet die ganze Zeit für die Mannschaft und ich freue mich sehr, dass sie Torschützenkönigin ist. Sie verdient das alles. Die Gäste aus Salzburg, erst heuer in die Bundesliga aufgestiegen, treten im letzten Saisonspiel mit einer jungen Mannschaft an. Die einzige sehenswerte Aktion hat es aber in sich. Julia Kastner gelingt mit diesem Weitschuss der Ehrentreffer zum 1:4. Ein kleiner Schönheitsfehler, der den St. Pöltnerinnen aber die Meisterfeier nicht vermiest. Daneben wird auch schon an die kommende Saison gedacht. Das große Ziel heißt, im 4. Anlauf zum ersten Mal die erste Champions League-Runde zu überstehen. Ich denke, wir müssen den Mix in der Mannschaft finden zwischen mehr routinierten Spielern und doch sehr guten Jungen aus Österreich. Das versuchen wir heuer in der Transferzeit wieder etwas gerade zu richten. 7 bis 8 neue Spielerinnen sollen im Sommer geholt werden und den Kader noch stärker machen. Auf die heimischen Leistungsträgerinnen im Club wartet das Nationalteam und die EM in den Niederlanden. Ich glaube, dass wir als Euro-Neuling sicher Underdog sind, aber wir wollen auf jeden Fall überraschen und dort gute Leistungen bringen und alles mitnehmen, was geht. Bis die Europameisterschaft Mitte Juli beginnt, feiert man beim SKN aber noch eine perfekte Bundesliga-Saison. Ja.